Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem 85 plus Spielerwahl. Eins von zwei darf man sich auswählen. Dafür war die SBC aber auch nicht so teuer. Eins von zwei ist nicht viel, aber ja, wie gesagt, die SBC war nicht so teuer. Man musste nur ein 83er Team abgeben mit einem Spieler mit einem Rating von 85. Also ein Spieler mit einem 85 und der Rest ist egal, Hauptsache man hat ein 83er Team. Also passt eigentlich. So. Gut, ihr habt, oh, ich dachte, ihr wird jetzt erstmal hängen, aber hat doch nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Okay. Das ist ein Spielerwahl. Rufe ihn ab oder bewahre ihn auf. Ich dachte, das wäre ein Pick, aber hier habe ich ein Pack vor mir. Naja, gut, bevor ich das Pack öffne, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir gehen ins Pack in 3, 2, 1. Rufe ihn ab oder bewahre ihn auf. Ach komm, ich öffne es einfach. Scheiß drauf. Ich bin gespannt, was kommt. Wow, ich öffne jetzt Pack. Was kommt raus, das Spielerwahl? Auch interessant, gut. Ja, komm, ich mache einen R3-Pick. Augen zu und dann gucke ich es mir so an. Let's go. 3, 2, 1. Come on. Und Spieler Nummer 1 ist Brozovic. Ja, ein 86er ist nicht so nice. Spieler Nummer 2, Fabinho. Gut, dann nehme ich mal Fabinho mit. Ja, das war's auch schon mit dem Pack, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hätte, bestimmt war das so ein Pack, was man sich aufbewahren soll, weil irgendein Event ansteht. Aber sind nicht gerade schon die Spieler draußen? Es sind doch aktuell die ganzen Special Cards draußen, wenn ich mich nicht irre. Naja, egal, scheiß drauf. Das war's mit dem Pack. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.